Ja, insgesamt glaube ich, haben wir das vernünftig gemacht. Wir haben heute mehr mit längeren Bällen operiert, hatten auch aus meiner Sicht 3, 4 ganz gute Gelegenheiten, auch im 1 gegen 1, die wir nicht verwertet haben, leider. Vom Zustandekommen ist dieser Sieg natürlich insofern glücklich, dass es die 90. war. Aber ich glaube, insgesamt von den gezeigten Leistungen beider Mannschaften absolut verdient. Großes Kompliment auch noch an den Torwart von Farmsen, der wirklich einige Dinger überragend gehalten hat. Und tendenziell würde ich sagen, wir hätten das Spiel schon etwas eher entscheiden können. Und das war natürlich nachher dann optimaler Zeitpunkt und da konnte der Gegner auch nicht mehr zurückkommen in den 2 Minuten. Also wir sind zufrieden. Ja, strittig natürlich, ganz klar aus unserer Sicht. Geht auf den Torwart zu, der tackelt ganz klar den Ball. Hat der Linienrichter aus meiner Sicht und auch aus einer Sicht eines Offiziellen von Arnsburg auch ganz klar gesehen, dass das keiner war. Und das hat der Schiedsrichter erste Klasse gemacht. Sich mit ihm unterhalten. Und der Linienrichter in seinem ersten Spiel, muss man auch dazu sagen, genau richtig gemacht. Also insgesamt war es eigentlich ein ziemlich dreckiges Spiel hier auf dem Grand. Normalerweise spielen wir immer auf dem Kunstrasen. Aber im Endeffekt, wir haben den Gegner über weite Strecken des Spiels dominiert, hatten die klaren Torchancen und haben alles vergeben bis dahin. Und dann in der letzten Minute dann noch das Tor zu machen, ja, da fällt alle Last von einem. Und ja, das Spiel wird einfach unter dreckiger Sieg verbucht und Hauptsache die 3 Punkte mit nach Hause genommen.